Das ist Anna. Sie besucht die 8. Klasse der Brückenschule Maria Fehn in Reken. Selbst sprechen kann sie nicht. Dafür benutzt sie einen Sprachcomputer. Über Tasten gibt Anna ein, was sie sagen möchte. Ich heiße Anna. Ich bin 16 Jahre. Ich wohne in Bocholt. Was sind denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Ich mag Musik und Englisch. Mit dem Sprachcomputer, einem sogenannten Powertalker, kann Anna ganz normal am Unterricht teilnehmen. Anna, willst du deine Hausaufgaben mal vorlesen? Viele Leute diskutieren immer darüber, dass das Rauchen in der Schule verboten werden soll. Nur diese Technik macht die Teilnahme am Unterricht möglich, sogenannte unterstützte Kommunikation, kurz UK. Also sie könnte halt ganz wenig Einfluss aufs Gespräch nehmen, ne? Also da auf Ja-Nein-Fragen antworten und ein paar so Einsatzantworten kann man auch verstehen, ne? Wenn sie die so artikuliert, aber mit dem Powertalker kann sie halt viel mehr so also Gespräche beeinflussen. UK ist immens wichtig für die Betroffenen und auch für die Bezugsperson. Wenn man so die ganz großen Ziele nimmt, Selbstverwirklichung in sozialer Integration, ein selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben führen, Stichwort Teilhabe, Stichwort Bildung, dann benötigen Menschen mit eingeschränkter Lautsprache eben Unterstützung. Die Brückenschule Maria Fehn ist eine LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Auch andere Kinder benutzen hier UK, um sich zu verständigen. Mit einem Powertalker kann auch David seinen Mitschülern erzählen, was er am Wochenende erlebt hat. Bauernhof. Und David, war das schöner Tag auf dem Bauernhof? Ja. Auch Friederike braucht Hilfe, um sich mitzuteilen. Sie benutzt dafür ein iPad, mit dem kleine Nachrichten aufgenommen werden. Du warst im Musical am Wochenende? Mit wem warst du denn da? Friederike, wer war alles mit im Theater? Oma! Rudi! Oma! Edith! Ich und Mama. Atmung, Gebärden, Symboltafeln und auch Technik können als Hilfsmittel benutzt werden. UK ist beim LWL ein großes Thema. Der LWL stellt Räume zur Verfügung, die genutzt werden können für Beratung und für Förderung. Er stellt einen Hilfsmittelpool zur Verfügung, der jährlich erweitert wird, und auch die Ergotherapie ist eingebunden. Sowohl intern, in internen Schulberatungen, und verstärkt auch extern, da im Rahmen der Inklusion auch diese Fachlichkeit verstärkt nachgefragt wird. Die LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung haben Beratungsstellen eingerichtet. Sie bieten Schülerinnen und Schülern, die eine allgemeine Schule besuchen, sowie deren Eltern und den Lehrkräften Unterstützung an. Nur durch unterstützte Kommunikation ist es für Anna möglich, zur Schule zu gehen. So kann sie sich auch in den Pausen mit ihren Mitschülern unterhalten. In 3 Jahren wird Anna dann ihren Schulabschluss machen.